Hallo und herzlich willkommen in Wölfchens Bastelstube. Heute habe ich euch eine Pop-It-Ups-Twist-Zirkel-Window-Card mitgebracht. Also eine Pop-Up-kreisende Fensterkarte. Um jetzt das mal grob zu übersetzen. So sieht die aus. Und so sieht die von innen aus. Da geht dann hier dieses Pop-Up Element auf. Ihr braucht dafür für dieses Element hier keine Stanzen, nur für die Kreise oder ihr nehmt einen Kreisschneider, geht natürlich auch. Und hier sind zwei Magneten hinter versteckt und da kann man die Karte wunderbar schließen und hier hinten kann man noch ein paar Größe draufschreiben. Deshalb habe ich mich für weiß entschieden, dass man das so machen kann, weil hier ja nicht so viel Platz dann mehr dafür ist. So, und wie die gebastelt wird, das zeige ich euch jetzt. Was brauchen wir dafür? Gar nicht mal so viel. Ich habe schon einiges vorbereitet. Und zwar braucht ihr eine Grundkarte. Ich habe mich für weiß entschieden. Und die hat ein Maß von 28 cm mal 12,7. Und ich habe die gefalzt bei 12,1. 12,4, das ist dann hier so ein kleiner Rücken wegen diesem Pop-Up-Mechanismus, dass die Karte dann auch noch Platz hat innen drin. Also 12,1, 12,4, 24,8, 25,1. Hier habe ich dasselbe gemacht wie eben mit so einem kleinen Rücken hier wegen diesem Element. Und noch einmal eine Falz bei 26,7. Das ist dann hier die letzte. So, was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen einen Aufleger. Ich habe mich hier für die schönen Blumen entschieden. Ich finde, die passen ganz wunderbar. Und zweimal Designerpapier für die Seitenteile hier, die wir dann noch bekleben. Und da braucht ihr zwei Stück von. Und die haben ein Maß von 12,3 mal 1,5. Und wir brauchen ein Inlay für innen die Karte, um diesen Mechanismus hier zu gestalten. Und ich habe hier ein stärkeres Designerpapier genommen. Das hat ein Maß von 24,1 mal 12 cm. Ich habe es gefalzt hier einmal bei 11,8 hier in der Mitte. Das ist so gewollt, dass hier noch ein Überstand ist wegen der Größe hier von der Karte. So, dann habe ich hier noch so ein Reststück. Da tun wir uns gleich hier diesen Streifen ausschneiden, abmessen für diesen Pop-Up-Mechanismus. Ich zeige euch das ganz gerne einmal hier. So sieht der Mechanismus aus. Den zeichnen wir gleich zusammen ein. Und hier ist dieser Streifen, wo ich eben gerade sagte, dass wir den so brauchen. Ich zeichne mir das immer ganz gerne auf. Dann weiß ich auch irgendwann mal, wenn ich wieder mal so eine ähnliche bastel, wie das funktioniert hatte. So. Ich denke mal, wir fangen an mit dem Inlay hier. Und zwar zeichnen wir uns mit dem Bleistift einmal den Abstand. Wo habe ich? Ach da. Ich habe mir extra hier so ein Teil gekauft. Ich hatte das mal, aber meine Enkelkinder, die haben die irgendwie, ja, ich denke mal mitgenommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich brauchte sie ja bis dato nicht. Ich habe mir jedenfalls hier das gekauft und zwar bei Amazon. Unter Video tue ich euch das verlinken. Und dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch so ein Teil natürlich auch kaufen. So, wir nehmen uns erst einmal ein Lineal und zeichnen uns hier den Abstand ein von 3 cm, also hier 3 cm und das zeichnen wir uns hier einmal mit dem Geodreieck ein, 3 cm
macht sich hier immer auch am besten damit. So, hier einfach so einen Bleistiftstrich machen. Das sieht man hier auf diesem schwarzen nachher überhaupt nicht. So, 3 cm. Genau, hier eine Markierung setzen mit dem Bleistift. Und dann können wir hier unser schönes teilnehmen. Wer sowas nicht hat und sich das auch nicht kaufen will, ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe hier in meinem Fall 2,2 cm ist das Viereck. Das könnt ihr euch auch gerne abmessen und eine Schablone machen. Und mit so einem Viereck hier einfach so eine Schablone gemacht. Und dann könnt ihr euch das hier genauso machen und das einzeichnen. Also das ist nicht so tragisch, wenn man so ein Teil hier, wie ich habe, nicht hat. So, da ich das aber habe, nutze ich das natürlich auch. Und es geht schneller, weil man hier Ecke auf Ecke und dann ist ja hier diese Falznaht und dann kann man ganz wunderbar hier das einzeichnen. Und wie gesagt, es ist ja auch eine einmalige Anschaffung hier und von daher. So, jetzt sind wir genau mittig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so sehen könnt auf diesem vielleicht hier. Zeigt euch das nochmal. Das sind die Vierecke hier in der Falznaht. Ist natürlich schwierig hier bei diesem Pünktchen Papier. So, dann brauchen wir ja noch Schneid- und Falz. Seiten, und zwar geht es wie folgendermaßen: Auf der linken Seite hier, wo hier die Falznaht ist, das ist der Mittelpunkt, und hier gehen wir 1 cm nach links, zeichnen uns das an, also 1 cm. Ich werde das mal in Schwarz vielleicht, nee, in Schwarz seht ihr das ja auch nicht. Ich mache es jetzt einfach in Rot, dass ihr das sehen könnt. Also, hier einmal von dem Mittelpunkt aus, und zwar 1 cm geht ihr nach links. So, dann hier unten auf die Dreieckspitze geht ihr von dem eben gezogenen Linie hier einmal nach unten. Seht ihr, und da habt ihr hier so ein verlängertes Drachendreieck. Und das gleiche machen wir hier unten natürlich auch. Also 1 cm, wir nehmen wieder die 0 und ziehen einfach hier so ein bisschen schräg die 1 cm. Und dann verbinden wir uns das Ganze hier mit dieser Dreieckspitze. So, schaut mal. So müsste das jetzt bei euch aussehen. Und ich zeichne euch noch ein, was wir schneiden müssen. Also das ist hier auf der rechten Seite, zeichne ich rot ein. Und hier auf der linken Seite bei mir, bei euch ist es natürlich andersrum. Ah nee, ihr könnt ja so gucken. Genau, auf der linken Seite. Also was rot ist, muss eingeschnitten werden. Und hier zeichne euch das gerne mal ein mit Grün. So, und mit Grün zeichne ich dann hier die Falze ein, was wir nachher falzen müssen. Ich hoffe, dass ihr das dann auch besser sehen könnt. So, schaut mal. Ist schwierig gewählt hier mit dem Papier, aber Designerpapier ist ja nun mal immer ein bisschen farbig. Schaut mal, könnt ihr das so sehen? Hier was grün ist, wird gefalzt und was rot ist, wird geschnitten. Und da brauche ich mein Cuttermesser dazu. Und ich habe hier mein kleines, niedliches. So, und ich nehme hier mir dafür mein Geodreieck mit der Stahlkante, weil ich habe mir schon so viele Lineale und
so weiter zerschnitten und da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich verlinke euch das, wo ich das gekauft habe, unterm Video. So, wir fangen an und schneiden uns hier immer an der roten Linie entlang. Schneiden wir uns das hier einmal so ein. So, jetzt die andere Seite. Die drehe ich mir auch so hin und schneiden hier wieder an der roten Linie entlang. So, und jetzt den letzten Schnitt. So, jetzt haben wir hier uns das Ganze einmal eingeschnitten. Das sieht so aus, schaut mal. Und jetzt falzen wir uns hier das Ganze, wo das Grüne ist, falzen wir uns das einmal so nach oben. Schaut mal. So, und die andere Seite natürlich auch. So. Das klappt wirklich ganz gut. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier uns das Ganze einmal nach innen. So, einmal so nach innen falten. Und falzen uns das Ganze hier einmal mit dem Falzbein nach. So, seht ihr? Und jetzt haben wir schon hier unseren Mechanismus. Jetzt können wir hier uns das Ganze schon einmal einkleben. Und zwar, wir haben ja hier diese doppelte, ne, hier diese mit dem Rücken und genau in der Mitte, hier mit der Falzkante, kleben wir uns das ein. Bisschen ausrichten hier das Ganze, die Abstände auch stimmen. Können noch ein bisschen höher ziehen hier. Ja, jetzt passt es. Und ich habe so gemacht, ich bin so hingegangen und habe, ich muss noch mal ein bisschen nachziehen hier, es war schief, und habe hier meinen Kleberoller dazu benutzt und habe hier, muss noch mal korrigieren, und habe hier einfach mit dem Kleberoller mir das so festgeklebt. So, jetzt muss ich wieder ausrichten. Genau. So, und jetzt klappe ich das hier einfach rüber. Genau, so. Ihr könnt natürlich auch Flüssigkleber nehmen. Das habe ich für meinen Prototyp, den ich hier gebastelt habe, natürlich auch gemacht. Aber hier zum Videodrehen ist hier so ein Kleberoller einfach viel schneller. Deshalb nehme ich jetzt hier so einen Kleberoller für mein Projekt. Genau, so, und jetzt hier drüber klappen, bisschen andrücken hier das Ganze. So, und jetzt
einmal die Karte. Genau. So. Und jetzt brauchen wir natürlich hier noch dieses Pop-up-Element. Und das geht wie folgt. Ich habe hier ein Reststück von meinem dicken Farbkarton, Designerpapier genommen und habe mir hier 6,5 cm. Das ergibt sich folgendermaßen. Hier aus dem, von dieser Ecke zu dieser Ecke sind das 6,5 cm. Und das habe ich mir hier so ausgemessen und dementsprechend auch dieses Element. Ich zeige euch das gerne noch einmal. Hier, dieses seht ihr hier, diesen Streifen. Und den brauchen wir, dass das Element so aufploppt. So, also, ich habe mir hier das abgemessen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Hier und hier. Und gehe hier einfach so ein bisschen schräg. Also der ganze soll 1 cm betragen. Hier der Streifen. Aber ich gehe jetzt einfach hier so mittig und so schräg und zeichne mir hier 1 cm ein. So, und hier auch 1 cm. Ich glaube, ich bin zu weit. Nee, ich gehe noch mal ein bisschen rüber. Ein bisschen mehr mittig. Also, hier nehme ich mir irgendwo. So, genau. Hier zeichne ich mir den Zentimeter ein. So, und hier natürlich auch. Das kann man ja mit so einem Geodreieck richtig gut machen. Da legt man das hier an und schon hat man hier ganz genau den Zentimeter. Ich hoffe, ihr könnt es so sehen. Hier, das ist der Zentimeter und das ist 6,5 lang. Und jetzt brauchen wir ja das ein bisschen abgeschrägt. Und ich bin folgendermaßen hingegangen und habe mir hier einfach so schräg 1 Zentimeter, also 0 bis 1, und bin dann hier hochgegangen zu dem anderen Punkt und habe dann, wie gesagt, mir auch 1 cm abgemessen. Und das Ganze habe ich dann so mit dem Geodreieck hier ganz einfach so angezeichnet und schon habe ich hier auch mein Zentimeter gehabt und bin dann hier und habe das dann verbunden. Und auf der anderen Seite mache ich mir das genauso. Setze mir hier mein Zentimeter so schräg. Gehe hier mit meinem Geodreieck so hoch. Und setze mir hier auch mein Zentimeter. So, und kann das Ganze dann hier verbinden. Seht ihr? Und so habe ich das konstruiert. Ich schneide das jetzt mal aus, damit ihr sehen könnt, wie das im Einzelnen nachher aussieht. Wenn man das Schritt für Schritt macht, ist das überhaupt gar nicht schwer. So, seht ihr, und jetzt, so sieht das jetzt aus. Hier schräg und da schräg. Und dann falzen wir uns hier noch einmal die Kanten. Genau. Und dann knicken wir das um. Und jetzt können wir das mit unserer Karte hier verbinden. Also einmal hier ankleben, sodass das dann hier hinter so ist. So, einmal so.
und das andere kommt dann hier dahinter. Bevor wir das aber machen, müssen wir hier noch unser Loch haben für unsere Karte. Und das geht wie folgt. Hier einen Kreis ausgestanzt in Weiß und den brauchen wir hier für unser Maß, dass auch alles genau passt. Wir nehmen hier unseren Klebestreifen und setzen hier ein bisschen Kleber auf der Rückseite. Also hier nur auf diese Laschen. So. Auf beide Seiten. Und kleben uns das hier oben auf der ganz kurzen Seite, kleben wir uns das dahinter. Darum 1 Zentimeter. So, kurz andrücken, das Ganze, dass der Kleber anziehen kann. Und dann hier, ich drehe es mal um. Und das Ganze machen wir auch hier auf der anderen Seite genauso. Und schon ist der Kleber hier wieder raus. Na wunderbar, ist so viel Spannung drauf. Ja, man muss eben halt ein kleines bisschen abwarten. So, genau, seht ihr? Und dann passt das Ganze hier auch so. Also man kann es so schon hinlegen. Wollen wir ja nicht. Wir wollen ja diesen Pop-up-Mechanismus haben. So, und dann hoffe ich, dass das jetzt hält. Und dann klappen wir mal unsere Karte nach innen. Nee, geht noch nicht. Ist einfach noch nicht fest. Aber jetzt. So, und dann hier einfach so zusammenklappen. Nee, geht noch nicht. Es hält noch nicht. Ich muss da noch mal ein bisschen Kleber dran machen. So, mit ein bisschen Geduld. Man muss es wirklich schön festkleben hier, das Ganze. Und dann klappen wir uns hier das Ganze einfach hier oben, seht ihr, und dann tut sich das schon von ganz alleine hier so hinlegen. So, dann drücke ich hier das Ganze, hoppala, noch einmal schön fest. So. Genau. So, und dann haben wir hier schon unseren Mechanismus fertig. Jetzt brauche ich hier noch ein bisschen Kleber. Dann nehme ich hier so ein Klebeband. Aber hier nur auf die eine Seite. So, und ich habe mich hier schon einen Kreis ausgestanzt. Die Stanzform vom Kreis hat einen Durchmesser von 7,5 cm. Und den wollen wir jetzt uns als Maß nehmen. Ich nehme hier mal so ein Washi-Tape, klebe das hier hinter und drücke mir hier meinen Kreis einmal so auf. Dass hier dieser Mechanismus so bestehen bleibt. So, und jetzt habe ich hier mir meinen Kreis und nehme mir hier meine Stanzform, wo ich den Kreis mit ausgestanzt habe. Ich muss das nochmal festmachen hier. So springt das auf. Genau. Und hier muss ich das ja aus, wegen dem Fenster, muss ich das ja
Genau. Genau so. Seht ihr? Und da mache ich mir mit Bleistift eine Markierung, wo ich jetzt hier meinen Kreis auflegen muss. Genau. So, und den stanze ich mir natürlich hier so aus. Das Washi-Tape kann jetzt weg. Und ich stanze mir schnell das aus und bin gleich für euch wieder da. So, ich habe jetzt hier mein Teil ausgestanzt. Das wird ja das Fenster. So, und jetzt brauchen wir ja noch von unserem schönen Designerpapier. Das kommt ja hier vorne drauf. Genau. Ich klebe das mal ein bisschen mit Washi-Tape fest hier oben am Rand, dass das nicht verrutscht. So, und jetzt klappe ich das Ganze auf und lege hier noch einmal meinen Kreis rein. Und kann dann hier mir genau das so ausstanzen. So, ich habe das so hier mir hingelegt und dann so durch die Stanzmaschine gedreht, dass ich hier nicht dieses Element noch mit durch die Maschine drehe. So, dann können wir hier uns das Ganze schon einmal runternehmen. Und hier unseren ausgestanzten Kreis entfernen. Schön vorsichtig, dass man nicht hier sich das ablöst. So, seht ihr? So. Und jetzt haben wir hier uns das Designerpapier so richtig schön ausgestanzt. Schaut mal. Und dann kann man das passgenau aufkleben. So, jetzt können wir uns unseren Kreis hier einmal befestigen. Ich guck gerade mal, dass wir das auch ganz genau richtig. So, jetzt ziehe ich hier mein doppelseitiges Klebeband ab. Na, komm her. So, und klappe die Karte zusammen und lege mir dann hier meinen Kreis passgenau rein. So, seht ihr? Und jetzt kann man das ganz wunderbar aufklappen. Und jetzt funktioniert das auch richtig super gut. So, jetzt brauchen wir natürlich hier noch unser Designerpapier. Und das kommt ja hier so schön nachher mit drauf. Und wir brauchen noch eine Folie. Jetzt kleben wir uns die Folie auf. Auf die Rückseite vom Designerpapier. Genau. So, und jetzt können wir hier uns das Designerpapier so schön aufkleben. Na, es klebt mir das alles an der Finger.
So. Dann mit dem Falzbein schön festdrücken. Seht ihr, und jetzt haben wir hier schon unser kleines Fenster fertig. Jetzt können wir hier uns die Seitenteile mit Magneten versehen. Hier einmal so ein doppelseitiges Klebeband von innen aufkleben. Kurz andrücken hier. Folie entfernen und unsere Magneten hier draufsetzen. So, einmal hier und einmal da oben. Genau. Und jetzt kleben wir uns hier das Ganze einmal nach innen. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Haha. Hier kommt ja noch das Magnet drauf. Ah, ich hab's vergessen. Mensch, ich guck mal, dass ich das noch gelöst kriege. Hier ja. Ja, und dann wird's hier sicherlich auch klappen. Ja, geht wunderbar. Geht ganz wunderbar, prima. So, ich habe es gelöst bekommen, Gott sei Dank. Jetzt habe ich hier die Magnete. Da setze ich mir gleich hier noch so eine Klebepunkte drauf. Sonst kann es ja nicht halten. So, hier einmal so ein Klebepunkt. Und hier genauso, wie immer, so, und dann hier einfach so umklappen, das Ganze, und da sind jetzt hier unsere Magneten drauf, und jetzt kann ich hier das Designerpapier, also bevor wir das aufkleben, hier noch die Magneten einfach hier noch mit draufsetzen. So, genau. So, seht ihr, und jetzt kann man das wunderbar zumachen. So, jetzt kommt unser Designerpapier für die Seiten noch dran. Das kleben wir uns dann hier schön mit auf. Einmal auf die Innenseite von der Klappe. Soll ja ein bisschen hübsch aussehen auch. So, genau. So, und dann klappen wir uns das Ganze zu. Und dann kommt es hier auch noch mit drauf. Nanu. Ja, ist noch so stramm hier alles. So. So dass das hier aussieht wie aus einem Guss. So, schön andrücken hier. Das Ganze. So, und jetzt können wir unsere schöne Karte hier einmal noch ausdekorieren. Und da möchte ich mir hier noch einen Spruch stempeln. So, den Spruch noch einkleben. Kleine Aufmunterung habe ich mir hier rausgesucht. Und hier unsere schöne Blume, die ja von vorne vom Cover ist, die möchte ich mir auch noch mit reinkleben. Fand ich hier wirklich ganz schön.
Genau. Ich denke mal, die passt doch richtig gut hier rein. So, dann möchte ich noch hier, weil es ja so kahl aussieht, mir hier noch so einen schönen Ring reinsetzen. Das ist hier aus dieser Stanzform. Die habe ich mir mal, ich glaube, im Action gekauft. Müsst ihr nicht, wenn ihr das so lassen wollt, völlig in Ordnung. Aber ich möchte mir hier noch einfach so einen schönen Kreis draufsetzen. So. Genau. So, und jetzt schaue ich mal, dass es genau übereinander passt. Genau. So wollte ich das haben. Da haben wir hier unser Fenster und hier kommt jetzt noch ein bisschen Deko drauf. Mein süßen kleinen Schmetterling, den setze ich mir hier noch drauf. Gucke ich aber mal, wie der drauf kommt. Ja, so sieht das ganz gut aus. Ich mache mir hier mal nur so einen kleinen Punkt. Ja, so gefällt mir das. Und jetzt werde ich mir den hier schön festkleben. So steht er hier vielleicht auf dem Kopf, aber wenn man den jetzt so sieht, dann ist der genau richtig passend. So, und hier kommt noch auf die Außenseite ein kleiner Schmetterling noch drauf. Genau, ein bisschen andrücken und dann können wir hier noch ein paar Steinchen mit aufkleben. Ich lege das gerade mal hier drauf, weil das ist wirklich richtig viel. Und da schaue ich mal. Ja, ich glaube, ich nehme hier die goldenen. Ich denke mal, das passt auch ganz gut hier zu dem Designerpapier. Das ist alles, wie gesagt, optional. Müsst ihr nicht. So, und noch einer hier oben. Genau. So, meine Lieben, ich glaube, wir haben jetzt unsere Karte fertig. War natürlich ein etwas längeres Video heute, aber ich denke mal, das lohnt sich auch, hier so eine schöne Karte zu machen mit diesem Magneten und hier mit diesem Pop-up-Mechanismus. Das ist richtig toll. Kann man immer wieder zu auf- und zuklappen, ne? Also ich finde das wirklich ganz toll. Wie gesagt, hier war ja mein Ausgangsprojekt mit dem in einer anderen Farbe. Ja, meine Lieben, das war's heute von mir mit meiner schönen Karte. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Der ist kostenlos und ihr verpasst kein Video mehr von mir. Ich sag dann Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Kerstin. Tschüss.